Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Play PlayerUnknown's Battlegrounds. Ja, mal wieder eine Runde ohne Xestrus. Wir haben es irgendwie immer noch nicht geschafft, dass wir mal wieder zusammen aufnehmen können. Und aber auch eine Runde mit Ohrstöpsel-Dings-Zeugs, also schlechtem Hören und so. Aber ja, ich hoffe, irgendwann kommt mein Headset. Bitte lass es irgendwann mal kommen. Naja, wie auch immer, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! So, da sind wir. Und wie ihr seht, natürlich mit den Stöpseln im Ohr. Und wie ihr hört, ohne Xestrus. Und wie ihr seht, mit einem von dem Patch eingeführten neuen Wetteranimation. Und zwar Sonnenuntergang heute mal. Und ja, ich habe mir einfach so gesagt, ich muss jetzt einfach mal wieder aufnehmen. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit immer halt zu sagen, okay, ja, geht halt nicht, weil mit den Ohren ist doof. Doofe Ohren hat schon mein Kater. Das will ich nicht auch. Und deswegen versuchen wir es einfach. Irgendwie wird es schon hinhauen. Ich muss halt vielleicht ein bisschen besser spotten oder so. Ihr seht auch vielleicht ein bisschen, die Grafik ist hochgeschraubt, einfach weil ich habe da nochmal so ein Add-on installiert. Was übrigens erlaubt ist, nur falls irgendwie da Fragen aufkommen oder so. Ganz offizielle Stellungnahme von, wie heißt der Hersteller? Auf jeden Fall von den Herstellern. Und zwar heißt das Ding Reshade und es ist erlaubt. Also man darf Reshade nutzen und deswegen alle mal ganz locker bleiben. Reshade ist gestattet und deswegen nutzen wir das auch. Und deswegen sieht das hier auch alles im Moment so ein bisschen schöner aus. Haben dafür ein paar wenige Frames eingebüßt, aber ja, meine Güte. Gibt Schlimmeres, ne? So. Dann schauen wir mal, was wir hier so finden. So, jetzt wundert ihr euch, warum zum Teufel der immer schreit. Nein, mach es nicht. Nimm nicht mit F die Sachen auf. Das ist total schlecht. Nimmt jetzt doch mit F Sachen auf. Japs, macht er, weil der neue Patch hat's gebracht. Hi. Ja, die habe ich ja nicht ganz umsonst da unten liegen lassen. Ne, mein Freund? So, der neue Patch hat's. Gebracht. Ich. Das Gefühl, der zweite ist nicht fern. Kurze Konzentration und haben ihn. Nice one. Und der bringt mir auf freundliche Weise ein UMP9 mit. Das ist ja zu herzallerliebst von ihm. So, okay. Genau, der neue Patch hat's gemacht. Ich wollte weiter erzählen, dass der neue Patch gemacht hat, dass man jetzt besser mit F aufhebt, wenn man so einzelne kleine Sachen hat. Wir sind drin, das ist nice. Wenn man so große, also so Ansammlungen von Items hat, dann sollte man immer noch. Es ist alles für die Pistole, ne? Wir nehmen mal eins, weil. Falls ich die
neue die Glock finde, dann ist das auf jeden Fall cool. Ja, wie gesagt, es macht auf jeden Fall jetzt Sinn, mit F1 Sachen, mit F Sachen aufzuheben. Wenn man halt eben so einzelne Sachen. Meine Güte, kompliziert jetzt hier mal wieder. Einzelne Sachen machen auf jeden Fall Sinn, mit F aufzuheben, weil man dann wesentlich schneller ist, wie wenn man es mit dem Tab-System macht, das ich ja eigentlich immer sehr bevorzuge. S12K macht jetzt auch wenig Sinn, die mitzuschleppen. Ich habe gute Shotgun in der Hand. Deswegen nix S12YVW BMW. Alter. Erschreckt mich halt mal. Die UMP9 hat jetzt einen neuen Schussmodus. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, es war gerade, ja, es war gerade ziemlich doof, auf die andere Weste zu gehen und meine Weste da liegen zu lassen. Und es bewahrheitet sich, es war wirklich doof. Genau, die UMP9 kann jetzt auch als im Dings gespielt werden. Burst Mode. Was ich natürlich nicht mag, weil ich immer vergesse, dass ich in Burst Mode benutze. Aber das sorgt halt eben dafür, dass ich ganz gerne mal vergesse, dass ich den Burst Mode ja noch umschalten muss. Ich muss jetzt nicht einmal drücken, damit ich in den Feuermodus komme, in den ich möchte, sondern bei der UMP9, bei der Vector und ja, bei der UMP9, bei der Vector muss ich jetzt immer zweimal drücken. Das muss ich mir unbedingt mal merken. Aber das wird wieder ein paar Duelle dauern, bis ich das drinne habe. Was ich halt eben gelernt habe, mehr oder weniger, dadurch, dass ich ja nichts, oder nichts höre, ist jetzt übertrieben, aber dadurch, dass ich halt wahrscheinlich weniger höre als, ich würde jetzt einfach mal so grob tippen, 50% der anderen Spieler hier in den Runden, ist halt eben so ein bisschen besser, die Umgebung zu sondieren. Das ist immer gut, erst die Tür öffnen, dann gucken, ob jemand drin ist. Klug. Klug, ich bin dein Vater. Da ist wer und der wurde beschossen. Irgendwo von da hinten. Du kämpfst jetzt fröhlich da oben, oder was? Was ist jetzt dein Plan, du Lutscher? Irgendwo von da schießt einer und das ist natürlich selten dämlich für mich und meinen Fluchtplan jetzt. Ich sehe halt die Problematik, dass der Typ da ist und schießt. Irgendwo. Ja gut, das Risiko müssen wir jetzt gehen. Full Risk einfach. Anderes bleibt uns jetzt nicht übrig. Weil wir müssen weiter. Aber der hat doch irgendwo hier einen Buggy stehen lassen, oder? Hat er die Reifen kaputt geschossen oder kann ich den benutzen? Da hinten läuft einer. Obwohl, jetzt haben wir gerade ein bisschen Zeit. Jetzt können wir uns auch mit Bandagen hochhalten, ne? Davon haben wir ja mehr als genug dabei. Hast gedacht, ich sehe dich nicht, oder was? Gern gesehener Fehler mache ich auch gerne. Zu nah rankommen. Und denken, ich müsste so nah ran, weil sonst, und weiter geht's. Und wieder rennen. Ach, scheiße, ey. Ja, das wird jetzt natürlich kompliziert.
Kartoffel. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Die Zone ist zu weit weg. Komm, komm, komm. Wow. Vielleicht schaffe ich es doch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Komm schon, Motherfucker. Komm schon. Komm schon, bitte. Bitte, nein. Warum? Naja, aber immerhin 10. Schau, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Da drüben sind ein paar Videos zu sehen. Und ansonsten sage ich wie immer... Bis denne!